So, Freunde, willkommen zurück zu Mittelerde Mordors Schatten. Ja, in diesem Part gilt es für uns weitermachen mit der Häuptlingsjagd, denn an sich sind wir schon im Spiel eigentlich ziemlich gut vorangeschritten. Ich möchte jetzt auch hier ganz kurz noch die Runen einsammeln, nicht ein wenig aufrüsten, weil ich doch gemerkt habe, die könnte man unter Umständen brauchen. Wenn nicht so schlechte mitzunehmen. Wir tun vielleicht auf der Zeit nochmal ein paar Uruks brandmarken, warum nicht? Das ist gerade schon, weil ich über den Weg laufen. Wir sind ja schon prinzipiell in dem Gebiet, sind extrem viele Uruks auf unserer Seite, das ist sehr, sehr gut. Schnell vielleicht mal die Ghule da hinten, die spawnen lassen, damit uns nicht noch mehr Leute hier. Das sollte ich die einen nach dem anderen brandmarken. So, ist vielleicht. Warum ist die Festung Alarmbereitschaft? Mit welcher Begründung, bitte? Mit welcher Begründung ist die Festung mit den Alarmbereitschaft? Okay. Es hält, als ob jemand gesehen hat. Ah, muss den Scheiße. Wie gesagt, leider Blitzbrandmarken. Warum Blitzbrandmarken? Das sagt mir nichts. Okay, dann hauen wir halt ab. Aber. Weil ich würde gerne den Ring für den nächsten Häuptlingskampf hier verwenden. Nehmen wir einfach den hier. Ansässigen Häuptling beherrschen. Können wir hier Schnellreise machen? Gut. Mache ich aber erst hier unten die Bögen, nehme ich noch mit. Den Bogen verwende ich übrigens hier in diesem Modus relativ selten, ist mir eingefallen. Oder ist mir aufgefallen. So. Wo ist jetzt unsere Markierung hier auf der Karte? Gar nicht da, oder wie? Ja, läuft. Wir haben leider keinen Fokus mehr, den Modus, das ist ein bisschen blöd, aber gut. Was wollte ich tun? Ja, ich wollte mir die Runen gleich anschauen. Ich muss ein bisschen mehr aufpassen, weil hier. Wir laufen durchaus. Ja, kommt halt hier alle. Okay, okay. Wir haben jetzt hier schon wieder Alarm geschlagen, das macht aber auch nichts, weil ich möchte jetzt sowieso nur zum Missionsziel, dann dürfte sich der Alarm wieder. Aber das ist ja immer automatisch voll aufgeladen, stimmt ja. Ich habe, wie gesagt, schon ein paar Tage nicht mehr gespielt, also eine Woche oder zwei, wahrscheinlich eher zwei. Und ich hoffe, dass wir in dieser Session heute das Spiel abschließen. Weil es gibt ein so ein gewisses altes Nachfolgespiel, sagen wir so, das würde gerne fortgesetzt werden in Xenoblade Chronicles. So, übernimmt die Kontrolle über die Festung, indem du den ansässigen Häuptling beherrscht. Brandmarke den, da kann ich den vielleicht Schleichbrandmarken, das wäre ziemlich episch. In einem Ring kann ich die nicht brandmarken, Häuptlinge, oder? Ich werde diesen Uruks das Licht aufzwingen. Sie werden ihre Häuptlinge verlassen. Und damit auch Sauron. Alle werden mir dienen. Ohne den Alarm auszulösen, okay. Ich will wieder üben, Ghule zu töten. Das ist so eine ziemlich nervige Mission. Ja. Das sind bestimmte 10, die ich da brandmarken muss. Oje, oje. Okay, also auf jeden Fall hier ist Vorsicht geboten. Wenn er einen Alarm auszulösen versucht, dann runter. Kann ja auch irgendwie hier Schattenbrand machen, oder?
sieht er mich hier? So, da hier nur zwei Leute sind, können wir die Problemlos einfach Brandmarken. Unsere Pfeile wieder auffüllen. So. Und wieder in die Lüfte hoch, das sind wir zumindest. Fühle ich mich zumindest ein bisschen sicherer. Ich sollte weniger trinken, mein Verstand spielt mir Streiche. Das ist so geil, immer. Das ist so geil. Jedes Mal. Da unten, da ist der, aber meine Sorge sind die beiden, die mich hier sehen können. Wo sind denn die beiden? Hab gehört, es sind noch mehr Krieger hierher unterwegs. Toll, das hat doch gefehlt. Noch mehr Maden, die unseren Grog stehlen. Was ich dabei immer vergesse, dass die wir eigentlich brandmarken, soll ja auch noch zu uns angreifen oder uns entdecken können. So, da ist schon ein Unterstützer von uns. Okay, da sind offenbar doch deutlich mehr als 10, das ist gut. Das sieht mich. Was war das? Aber er hat mich noch nicht entdeckt. Sehr, sehr gut. So. Weiter ins Gras, nämlich noch irgendwo einer. Ich bilde mir Dinge ein. Da müssen wir uns woanders nach einem Kampf umsehen. Über uns, okay. Wir haben leider auch nur 9 Pfeile, ich weiß gar nicht, was das soll. Wenn eine Wand hochklettern, vermutlich nein, oder? Verdammt. Den würde ich schon gern brandmarken, weil das ist eigentlich nicht so schwer. Okay, hier kommen wir hoch. Mal kurz nach Urux umschauen, es scheint auch keine in der Nähe zu sein. So, und dich brandmarken wir auch noch, und jetzt schnell den letzten noch brandmarken am besten. So, also der erste Teil der Mission, jetzt haben wir erstmal den... Ah nein, das ist schon der Häuptling, ach du Scheiße. So. Wenn das hier einzeln, dann können wir den noch auf unsere Seite ziehen. Nein! Ich will die Häuptlinge angreifen.
Ah, da ist schon einer am Boden, den möchte ich... Ist das schon der Häuptling? Das ist halt die Macht des Einrings, ist unfassbar. Mein Tod bringt deine Familie nicht zurück. Das ist schön. So, dann gib uns Informationen über... Über wem sind wir denn eigentlich gerade bei dem, oder? Der was hatte für Stärke und Schwächen, ja... Leidenschaden durch Kampftodstöße und durch Schleichangriffe. Okay. Interessant, dann sagen sie einfach, wer das hier ist. Und dann kämpfst du jetzt für unsere Sache. Okay. Ah, wir haben hier halt ein relativ geschlossenes Feld. Töte mich, wenn du denn musst. Oh. Aber Dreck wie dir werde ich niemals dienen. Sauron wird dein Gefolge leiden lassen. Ich weiß ja nicht, wer der Hauptmann ist. Ah, ne, das ist der Hauptmann, den müssen wir beherrschen. Und damit ist die Mission geschafft. Sehr gut, sehr gut. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell gehen würde. Gefällt mir. Weiß auch nicht, ob es hier noch ein großes Finale dann im Endeffekt geben wird. Sehr gut, sehr gut. Du bist ohnmächtig angesichts der Dunkelheit. Du wirst zu dem werden, das du zu zerstören suchst. Macht führt nicht nur in die Dunkelheit. Das Licht Eregions wird das Land des Schattens wieder erhellen. So ist es. Ja, komm, dann. Weiter, weiter. Ich werde jetzt erst einen Ring aufladen, weil das ist wichtig, dass wir den für den Häuptlingskampf haben, weil ihr seht ja, wie krank das sonst ist. Okay, das war jetzt, das lief jetzt erschreckend gut, möchte ich fast schon sagen. Aber ich möchte, wie gesagt, erst einen Ring hier aufladen, weil sonst ist es dezent krank. Brandmarken wir einfach mal die ganzen Menschen, die hier irgendwie nichts mitbekommen. So, komm. Eben du. Du machst gar nichts, töte den. Oder ich werde ihn schnell brandmarken, ist auch okay. So, vielleicht der krasse Sound, können wir einen Ring aktivieren. Er ist weg, was für ein Feigling. Ja, ist okay. Bam. Warte, ich rieche etwas. So, und jetzt hier schnell mal weg. Können wir jetzt teleportieren in dem Moment? Nee, schade. Ich werde trotzdem hier mal den Bossfight mal auf mir als Ziel auf die Karte setzen. Ich denke, der Alarm in der Festung dürfte gleich ausgelöst sein. Die beiden können einen Zweikampf machen. Ah, du bist bei mir. Ich laufe immer weiter weg vom Ziel. Hier geht's durch. Ich muss auch ein bisschen die Karte im Auge behalten. Ah ne, Karagor lassen wir mal. Der kann auch uns übel mitspielen. Okay, leider auch diese Betäubung ist nicht mehr so krass, wie sie schon war, also. So. Ja, ich denke, wir können einfach den Festungsalarm hier neutralisieren. Einen Ring haben wir zur Verfügung.
Übernimm die Kontrolle in den... Rette... Rette Uruk-Gefolgsleute, okay. Ich muss mir jetzt das vorstellen. Dieser Häuptling wagt es, meine Gefolgsmänner in Ketten zu legen. Niemand außer meinen Feinden soll Gefangenschaft erleiden. Rette... Achso, müssen wir jetzt Uruks befreien, wie früher immer die Sklaven, nur jetzt Uruks. Deswegen ist er der Hauptmann der Jäger. Ah, ich möchte mit dem, um ehrlich zu sein, keine Bekanntschaft machen. Ich brauche auch gar nicht mehr nach irgendwelchen Leibwächtern schauen, weil ich genau weiß, dass die schon alle... Ja. Fressen uns alles weg und trinken den ganzen Grog, um dann den halben Kampf lang nur im Kreis zu laufen oder auch nur einen Treffer zu landen. Okay, das ist interessant, hier unten rein zu rennen, definitiv. Ah, verdammt. Möglichst viele Leute sind alle bei uns, oder? Gut, wunderbar. Kann ich den jetzt losschneiden? Sie sind offenbar alle gut gesichert. Sie ist ja nichts und wegen kein Alarm, aber das wäre halt ziemlich praktisch, wenn wir den nicht hätten. So. Nein, wir hatten jetzt einen Alarm ausgelöst, das ist super uncool. Ah, ficken. Hat er mich aber noch nicht entdeckt. Jetzt kann ich noch einen auf unsere Seite ziehen, jetzt geht's ja dann los. So, der auch. Das Gute ist, dass die sich halt gegenseitig hier umboxen. Kann ich in der Zeit einfach... Oh, jetzt kommen wir ein paar zu viele. Schlag den hier mal weg. Wenn da etwas war, sollte er sich fernhalten. Ja, kommt her, Alter. Ich ist gerade hier super ätzend. Warum hat er denn... Das war eine halbe Millisekunde, die der Pfeil zu spät. Warum hat er den Alarm noch ausgelöst? Ich muss mal hoch auf die Gebäude und den Alarm abklingen lassen. Sonst wäre das hier heute nichts mehr. Alle gut bewacht, oder? Okay, ich verweile mal hier oben am besten. Unsere Krieger verdienen mehr Anerkennung. Stimmt. Es sind immer die Berserker, die den Grog kriegen. Ganz entspannt. Wenn unser Häuptling zu reden beginnt, halten sie allesamt inne und hören zu. Nur weil sie Angst haben, dass er die Türen stellen könnte.
Leute, wenn sie es nicht tun. Das ist der beste Weg zu führen. Angst und Respekt wirken viel besser als ein Klaps auf den Hintern. Alter, hört doch jetzt mal auf, wie die ganze Zeit da Alarm zu machen. Hat einer von euch den Anführer gesehen? Holt sich bestimmt gerade die Beförderung. Nach dem letzten Kampf hat er sich die aufgehört. Egal, was es war. Wenn es wiederkommt, töten wir es. Alles klar, jetzt klingt hier langsam der Alarm ab. Wir können zumindest ein wenig besser vorwärts gehen. So. Weil mit Alarm brauchen wir gar nicht versuchen, das, dann brauchen wir dafür Missionen, dann wird es nichts. Diese Spuren kenne ich doch. Haltet die Augen auf. So. Macht immer nicht so viel Wind, bitte. Faltet euch mal unauffällig unter den anderen, damit ich hier so lange. Die werden als nächstes alle gegen den dunklen Herrscher stürmen, das kann ich dir sagen. Hier sind das so saumäßig viele. Oh, gut, dass sie noch nicht entdeckt wurden. Das ist aber echt nur eine Frage der Zeit, dabei so vielen. Schau dich mal an, was hier alles. Ich muss das Leuchtfeuer anzünden. Wer will schon das Leuchtfeuer? Du wirst gar nichts machen. Nein. So. Jetzt haben wir auch durch die ganzen Brandmarkungen wieder genug Pfeile, um. Ja, ich glaube, ich muss echt mehr mit Pfeilen arbeiten, weil sonst brauchen wir dann nicht die alle zu brandmarken. Das ist, glaube ich, auch Zeitvergeudung. Alter. Ich glaube. Gut, den gibt es ja auch noch hier, die Bodenhinrichtung. Du bist noch nicht auf unserer Seite, dann ändern wir das jetzt. Direkt mal würde ich vorschlagen, ey, lasst euch in Ruhe. Ah, da oben ist der Dritte, ist der Dritte, ist der Dritte. Nicht so gut bewacht, nicht gut bewacht. Der will wieder das Leuchtfeuer entzünden. Aus welchem Grund denn bitte? Schleicht da jemand umher? Es ist beschämend, wie viel in Ketten zu liegen. Jetzt kann ich einen glücklichen Krieger gut sterben. So gut, dann gehen wir mal schnell hier hinter erstmal. Und erstmal hoch auf die Dächer wieder. Und dann gehen wir hinterwärts. Ich will gar nicht wissen, wie lange der Part mittlerweile schon wieder ist. So, der Alarm war nur von kurzer Dauer. Hat uns keiner mehr gesehen. Ah, geht's da runter? Und die haben jetzt alle schon hier. Wir konnten sogar verhindern, dass das Leuchtfeuer anzündet. Gut. Den Berserker nehmen wir lieber direkt mal so für uns. Das dürfen nur noch hier.
Also weiter, weiter, weiter hier. Alles kein Problem, der Einzelne werden die erledigen. Ich nehme da erstmal noch ein Kraut, um mich vor dem Bosskampf zu rüsten. So, läuft doch alles gar nicht mehr so schlecht. Hat zwar lange gedauert, aber... Was ist mit Kampfmeister gemeint? Oh, das ist ein Boss. Okay. Nein, das war der. Na gut, dann wollen wir doch den einen Ring früher aktivieren. Ich will den hier treffen. Und zwar genau hier und jetzt Brandmarken für unsere Sache. Wunderbar. Und ich auch. Wir haben jetzt leider keinen einen Ring mehr in nächster zur Verfügung. Und der Alarm ist aktiv. Das heißt dann wohl für uns hier erstmal so den Schildträger direkt mal für unsere Seite holen. Eins. Ja, das ist natürlich blöd gelaufen, ne? Schaffen wir den Boss auch ohne einen Ring? Hier unsere ganzen Boss-Verbündeten sterben. Das ist auch nicht so gut. Vielleicht sollten wir hier mal ein bisschen deeskalierend wirken und das Lager verlassen. Kleine Ring ist verfügbar, das ist gut. Das wird sehr, sehr deutlich hier mitgeteilt. Oh, lasst uns mal euer Leuchtfeuer in Ruhe, ey. Ihr seid ja super ätzend geil auf dieses Leuchtfeuer immer. Ja, ich bin schon lange über alle Berge. Ach komm, wenn der... So, jetzt haben wir halt hier den Ausgekochten, den den Häuptling, ja. Das sehen wir erst noch. Was sind wir mit diesem scheiß Leuchtfeuer?
Mann, du wirst hier kein Leuchtfeuer frühzeitig entfachen. Wie kämpfen die beiden denn da? Das haben schon die ersten Verbündeten von uns, den dem Kaka haben sie getötet. Das geht nicht. Wer ist hier der Häuptling? Oh nein! Dient deine Haut als mein Banner! So, er muss sterben. Ah, den Häuptling habe ich schon seit unten. So. Ich werde mich dir nicht beugen. Der eine Ring ist echt ein bisschen OP, würde ich sagen, oder? Wunderbar. Der eine Ring hat einen excellent Job gemacht. Sehr schön. Deine Siege sind bedeutungslos. Mit jedem Schritt näherst du dich nur deinem eigenen Untergang. Du sprichst aus Furcht. Udun rutscht so leicht von deinen Fingern. Es gibt nichts, das ich dir nicht nehmen könnte. Das ist echt zu Kindergarten hier. Aber gut, das machen wir alles erst im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Und dann schauen wir, wie es mit der Mission weitergeht. Freu dich drauf. Bis dann und ciao.